Hier bei Kung Fu Fitness Lifestyle, euer Kampfkunst, komm mal her. Lieferung ist online, nur nicht aufgeben, nur nicht kapitulieren. Ja, ich habe letzte Woche viel Stress gehabt und das, was ich am Sonntag gedreht habe, hat mir nicht so gefallen, deswegen nehme ich es wieder raus, weil ich habe eine Zahnfleischentzündung, dann komme ich auch nicht so ganz, habe mich ganz wohl gefühlt, wollte es eigentlich doch drehen. Der Standort war nicht so gut, weil ein paar Minuten schon mal ein Fußgänger durchgelaufen und den wollte ich nicht drauf haben. Und deswegen war ich unter Zeitdruck und ich habe mich an dem Tag auch nicht gut gefühlt, weil die Zahnschmerzen ziehen bis in den Kopf auf, hat auch Kopfschmerzen, was war das jetzt? Ja, und ich habe auch ins Geschäft müssen und, oder was heißt müssen, hätte auch Krankmacher kennen, aber ich kann auch krank arbeiten, wenn es noch funktioniert. Und ja, wir haben mit riesen Schmerzen gearbeitet, aber Kollegen sind zufrieden, meine Vorgesetzten sind zufrieden und von daher passt es. Ja. Wird aber, sobald ich wieder fit bin, wieder einen Kung-Fu-Stand machen und euch damit verwöhnen. Und ja, es macht keinen Sinn, erstmal was unter Zeitdruck zu machen. Wenn du körperlich dich nicht wohlfühlst, dann macht es keinen Sinn. Rebe Won hat meine Kicks gelobt, ich war mit meinen Kicks selber nicht so zufrieden. Die haben es schon besser gemacht und da wollte ich den Clip löschen und das neu produzieren. Ja. Also das letzte Thema, oder was halt gerade auch sehr wichtig das Thema ist, der hat euren Bruce Lee angegriffen und ich bin großer Bruce Lee Fan und der Bruce Lee hat ja Möglichkeit erschaffen, dass man die Kampfkunst, chinesische Kampfkunst lernen kann. Ja. Und der hat das auch weltweit populär und bekannt gemacht und seine philosophischen Gedanken und dass er da Sachen miteinander verknüpft hat, war er ein Pionierarbeit. Man muss das einer von den Ersten nach dem Zweiten Weltkrieg, der die Völker wieder vereint hat, der hat ja westliches Wissen, wie schon im letzten Clip gesagt hat, mit fernöstlichem Wissen verknüpft und hat Jet Kunido draus gemacht. Ja? Und war jetzt eine Pionierarbeit und wir sind heute noch im Bruce Lee dankbar, dass er das so gemacht hat. Letztes Thema, wo die Kamera jetzt schon mal abgeschaltet hat, war, dass er gesagt hat, ich bin ein wahnsinniger MMA-Fan. Ja? Und bin ein großer MMA-Fan, ja, was die MMA-Kunst angeht, ja. Aber, weil jetzt der Christian Andersen letztes Mal der Bruce Lee so schlecht gemacht hat und das mit der MMA-Szene verglichen hat, der Bruce Lee hat die ganze MMA-Szene zerlegt, ja. Und Jet Li heutzutage, da kennst du die ganze MMA-Kämpfer reihenweise aufstellen und der DCL zerlegen, ja. Aber trotzdem, MMA ist sehr gut, ja. Das ist auch kein fairer Vergleich, weil Bruce Lee und Jet Li, das sind ja schon die Spitze, ja. Nichtsdestotrotz, heute auch die MMA-Szene, das habe ich letztes Mal schon gelernt, möchte von Bruce Lee seine Erkenntnisse darauf anknüpft und hat dann auch das Mixed Martial Arts gemacht, so wie es Bruce Lee Jet Kune Do gemacht hat. Und es ist ja Bruce Lee zu verdanken, dass auch Nicht-Chinesen ja, diese fernöstliche Kunst gelernt wird. Das haben wir letztes Mal auch gehabt. Was ich aber noch erzählen muss, ist, dass warum hat Bruce Lee die Rückenverletzung gehabt beim Gewichtheben? Ist ja kein Geheimnis, dass Gewichtheber, ja, du kannst alles richtig machen, du kannst dich aufwärmen. Das hat er ja gemacht, ja, weil Bruce Lee war ja immer bekannt, dass er sich vom Training aufgewärmt hat. Ja. Können also alles so intensiv und genau genommen wie der Bruce Lee, ja. Kilometerweise joggt, tausende Kicks und Punch am Tag, sein Körper an der Limit treiben, um besser zu werden. Ja. Für das, deswegen talentiert und ehrgeizig und deswegen war er der Bruce Lee. Oder ist er, gehört er zur Ikone, zur Nummer 1 und wird so erkannt gehabt, weil er es ja war. Ja. Und und das kann ja jeder Bodybuilder beweisen, ob er aber auf Amateurbühne geht oder auf die große Bühne in der Welt. Du kannst alles richtig machen, aber wenn du zu ehrgeizig bist und du brauchst einen kleinen Fehler mal machen, dann hat es dich. Oder der Körper hast nicht eine richtige Temperatur oder der Körper ist ein bisschen gestresst und du möchtest mal schneller bewegen, kannst du alles richtig machen und dann fährst du in der Regel und dann hast du Probleme. Ja. Viele Leistungssportler im Bodybuilding, da hat man einen Bizepsriss, einen Schulterriss, einen Muskelriss irgendwo und die haben alles richtig gemacht. Ja. Das ist wie eine Tür, die machst du 100 Mal auf und einmal hast du in der Hand, weil es Scharnierabbruch ist. Ja. Dabei hast du die Tür auf und zu gemacht wie immer. Und so ist das auch mit der Muskulatur. Ja.
Mir ist einmal der Delta-Muskel in den Schulterblatt reingefahren, weil ich einfach, ich habe alles richtig gemacht, ich habe mich aufgewärmt, ich habe das Gewicht genommen, Hand trainiert und habe mich eigentlich auch richtig bewegt beim Nagertrugen mit den Kleuhandeln und habe mich einmal ein bisschen zu schnell bewegt und der Muskel war schon vorher ein bisschen verkrampft, ja, aus Stressgründen, geschäftlich oder sonst was damals war, und dann habe ich gleich, ist mir gleich in den Rücken eingefahren. Beim Musli war es intensiv, ja, seine Rückenverletzung, und aber die, wo was gegen den Musli geht, haben natürlich Gerüchte da umeinander gestreut. Ja. Zu dem Thema. Ja, André, Christian Anders, ja, also als Sänger finde ich den jetzt nicht gut, ja, aber es ist Geschmackssache, ja. Ich höre deutsche Musik auch, auch gern altdeutsche Musik, da gefällt mir aber ein Heino besser oder so, weil er tiefere Stimme hat, aber es ist Geschmackssache. Von der Kampfkunst habe ich mir den jetzt ein bisschen studiert, ist er Christian Anders sehr gut, finde ich, ja. Also der hat schon was auf der Bühne gezaubert, auch jetzt mit 74 schon noch topfit, ja. Und sogar vielleicht besser wie ich, aber man kann sich selber schlecht beurteilen. Aber, ja, bestimmt besser wie ich, also vielleicht habe ich eine falsche Wahrnehmung von mir selber. Aber der ist schon lange nicht so gut wie der Bruce Lee. Der Bruce Lee ist hier und Christian Anders ist vielleicht da. Okay, aber ist ja keine Schande, weil Bruce Lee war halt der Beste, ja. Da hat der Christian Anders gesagt, ja, man hebt nicht Gewichte hoch, die genauso schwer sind wie man selber oder doppelt so schwer, ja, oder also schwerer halt wie man selber, ich weiß auch nicht, also ich wiege gerade 88 Kilo und hebe 120 Kilo und er selber hat auch gesagt, er hätte Beindruck gemacht, Christian Anders mit 230 Kilo, da widerspricht sich oft selber in den Themas. Auch widerspricht er sich selber, der lobt das Boxer und MMA, was ja klasse Kampfstile sind, ja. Und dann sagt er, ja, Wettkämpfe braucht kein Mensch, nur SV und Selbstverteidigung auf der Straße zählt. Das widerspricht sich ja. Boxer ist ja Fahrer, weil er ja das Gefecht im Ring kennt, ja. Und im MMA-Kämpfer ist auch, die sind ja schlagkräftig, weil sie ja den Wettkampf im Ring kennen, ja. Und deswegen sind sie ja gute Stile, weil sie ja das kleine Praxis umsetzen, ja. Und da widerspricht sich ja der Christian Anders. Auf eure Art lobt er die und sagt, und auf andere sagt, Wettkampf ist Schwachsinn und so. Was ich Blödsinn finde. Ich kenne viele, es gibt viele friedliche Dschungler, aber es gibt auch viele Dschungler, die suchen oft die Schlachter. Ja? Und ja klar, man will ja wissen, wenn ich den Kampfstil lerne, wie kann ich den Kampfstil auch umsetzen? Wie gut bin ich im Kampfstil? Ja? Wie ein Tänzer. Du willst auch wissen, wie gut bin ich im Tänzer. Ja? Und da gibt es viele Wing Chun-Verbände, die dann sagen, okay, ich will rausfinden, wie gut ich bin, dann gehe ich auf der Straße und suche Stress. Und da sage ich lieber, hat man im Kampfstil noch Wettkampfform, dass man das im Wettkampf durch faire Mittel, mit Regeln rausfinden kann, wie gut bin ich in dem Stil. Ja? Und die sehr gute Wettkampfverbände, sehr gute Wing Chun-Verbände, die machen den Hartsparling, um zu trainieren, machen das auch, ja. Softsparling, Mittelsparling, Hartsparling, dass man rausfinden kann, wie gut bin ich in meinem Stil im Gefecht, ja, das muss man ja wissen. Wenn der Adrenalinstoß ober ist, dann bin ich schon ganz anders drauf, wenn ich nur Techniker lerne. Und die Praxis ist halt wichtig, ja. Früher hat es in einem Video mal eine Wettkampfform gegeben, da hat es einen türkischen Champion gegeben, eben in Bozep oder so. Und ich weiß nicht, irgendwann hat sich das wieder verloren, die Wing Chun Wettkampfform. Ich jetzt begrüße, dass es auch im Wing Chun, wie im anderen Stil, eine Wettkampfform gibt, eine Fahrform. Für mich ist der Wing Chun der beste Stil, den es gibt. Ja. Hat Christian Anders gesagt, Low Kicks funktioniert nicht. Wenn der Gegner einen kräftigen Schenkel hat, dann verpuffen die Low Kicks. Sehe anders. Ein Low-Kick, effektivste Stil, und das haben sie früher schon in der EWTO zu mir gesagt, ist der Low-Kick. Ja? Weil der Unberechenbarkeit kommt von unten,
Jetzt Rollkicks sind halt gefährlich, auch für uns selber, wenn man unter aufgeht meist Zeit. Aber Lowkicks, die sind sehr gefährlich, weil sie gleich direkt ans Ziel nachgehen. Erstmal, die sind sehr kraftaufwendig. Und zum Beispiel, ich habe auch schon mal, ich habe mal einen Jet Kune-Do-Kurs gemacht. Da hat man, das ist ja im Jet Kune-Do auch drin, die Thai-Box-Techniker vom Muay Thai. Das ist für mich genauso effektiv wie Wing Chun. Und wenn du da und die Thai-Boxer machen, die gefährlichste Low-Kicks, die es gibt, ja, das ist wie eine Sichel. Ja, und da dreht sich nur mit dem Fuß ein, dass er noch richtig Schwung holt bei dem Low-Kick. Ja, und der Gegner hat mir einen leichten Low-Kick gegeben. Ich habe schon ziemlich kräftige Schenkel. Und ich habe gedacht, verschmerzt, mir zerreißt gleich der ganze Schenkel. Ja, so der heftige Low-Kicks. Und der war nicht stark ausgeführt, sondern ganz leicht. Ja, aber weil die Technik halt stimmt, stell dir vor, der hätte mit Kraft den Low-Kick gemacht, der hätte wahrscheinlich mein ganzer Schenkel zertrümmert. Ja, weil die Parteiboxer haben intensive Techniker, die geradlinig nach vorne gegangen auch, und das ist alles wie ein Sichel, ob es ein Faustschlag ist. Da habe ich immer mit Thai-Boxen mal Probe gemacht, da hat man einen leichten Schlag gegeben, ganz leicht. Ich habe gedacht, da zieht mir ein Messer durch. Das war so heftig, da habe ich gedacht, Gott sei Dank hat der nicht mit Wucht zugeschlagen. Ja? Der hat mir den ganzen Kopf weggerissen damit. Ja? Und Low-Kicks, die sind sehr, sehr gefährlich. Ja? Im multiprofessionelle Technik gefährlich. Ja? Der hohe Sichel-Kick. Wenn der einen trifft, dann trifft er einen. Ja? Und gerade die Low-Kicks auf der Straße sind unabdingbar. Und wenn man Low-Kick, der kann ein Bodybuilder sein und so den Schenkel haben. Wenn du da intensiv auf den Schenkel triffst, der hat erstmal Schmerzen. Und vor allem, wenn du seine Kniescheibe triffst, der möchte nicht mehr viel. Ja? Thai-Boxer, denen ja ganze Baseballschläge mit dem Kick zerlegen. Ja? Was glaubst du, was glaubt ihr, was der mit so einer Kniescheibe macht? Ja, jo, Freunde der Nachtschicht. Ja, und dann halt durch die Rückenverletzung hat er Bruce Lee auch beim Anfang natürlich haben wir Schmerztabletten genommen. Dass er wieder gesund wird, aber als er wieder gesund war, und es war ein harter Kampf, da hat er natürlich Schmerztabletten abgesetzt, weil er sie nicht mehr gebraucht hat. Da wird wieder mehrere Stunden vom Feinstart, selbst vom Christian Anders, und das gefällt mir gar nicht, ne, über unsere Idose oder Lüge zu erzählen. Und in Amerika hat er ja vor der Verletzung hat er ja Grüne Hornisse gespielt, da hat er ja schon so schnell seine Kicks und Punches rausgebracht, dass ich die Kamera hinten nur langsamer drehen müsse, dass man überhaupt einen Kick sieht. Ja. Und später war die Kameratechnik war dann besser, als die großen Erfolge rausgekommen sind. Und da war er ja auch blitzschnell. Ja, da hat man auch nicht schneller drehen müssen, wie es der Christian Anders behauptet hat, sondern der Bruce Lee war blitzschnell. Ja. Man hat es ja in Amerika schon gesehen, auch nach der Rückenverletzung, da war auf der Demonstration, hat er alles gegeben. Ja. Da war er unbekannt, ja. Da war er schon blitzschnell. Ja. Da hat er noch mehr Gegner gehabt wie Befürworter. Und als er in Hongkong war und hat seine große Kinofilm gedreht, sicher, dass der Gegner sich langsam bewegt und der Bruce Lee wie ein Blitz durchfegt. Ja. Weil er einfach ein Kämpfer war, der in der Rückenverletzung nicht aufgegeben. Die Ärzte haben gesagt, sie wollen wahrscheinlich im Laufen kennen und trotzdem hat er weiterkämpft. Ja. Und als Laufkenner hat ein Arzt gesagt, sie wollen nie mehr wieder Kung Fu trainieren. Und dann hat er noch härter trainiert und ist noch besser zurückgekommen. Ja? Und das ist das, wo mein Motto unter anderem kommt. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Ja? Da ist Bruce Lee ein leuchtendes Vorbild. Ja, das haben wir ja schon gehört. Ja, also die Kampftechnik von Bruce Lee war der genau und gut. Und der hat auch gewusst, was in der Praxis funktioniert, was nicht funktioniert. Der hat das klassische Wing Chun gemacht, der hat das moderne Wing Chun erfunden, indem er das mit anderen Kampfstilen zusammen tut. Der hat gewusst, was funktioniert nicht. Ja. Der hat schon die Straßenkämpfe in Hongkong gehabt, der hat die Straßenkämpfe in Amerika gehabt, dass ich öfters immer wieder mal beweisen müssen, notwehren müssen. Ja. Und der, wenn einer weiß, was SV ausmacht, dann ist Bruce Lee, ja, der da seine echte Wettkämpfe geht, also so auf sportlicher Basis, ja, und war groß, wirklich die Ikone des Kung Fu. Man sieht auch in seinen Filmen, wie präzise er sich bewegt, wie schnell er sich bewegt, ja. Da gibt es kaum eine
die in dieser Liga spielt, ja? Muss ich ja verschiedene Kampfstile zusammen da, ich habe sie ja letztes Mal ja aufgezählt. Ja, und europäische Ringer, Boxer, ja, philippinische Kunst, thailändische Kunst, chinesische Kunst, koreanische Kunst, ja. Da hat das ganze Wissen Verein auch gesagt, nutze das, was nutzt und schneide das, was dir nicht nutzt. Damit hat er alles revolutioniert, weil davor hat es nicht gegeben. Wenn einer seinen Stil gelernt hat, ist er an dem Stil haften geblieben. So hat er eine ganz neue Welle losgestoßen und hat die Kampfkunst revolutioniert. Ja. Der Gedanke von Vorläufer der MMA-Szene und jeder in der MMA-Szene weiß, wie gut der Bruce Lee war und wie er eigentlich der Vorläufer war vom Gedanken der MMA-Szene. Ja. Der hat ja lauter Verschwörungstheorien, die ja gar nicht stimmen, behauptet, Bruce Lee hätte. Der Christian Anders hat behauptet, dass Bruce Lee Stuntmänner zu einem Film kennt. Das so ein großer Blödsinn, habe ich noch nicht gehört. Bruce Lee hat seine ganze Showkämpfe von sich aus gemacht, ja, in dem Film. Ja, der hat in Hongkong manche Herausforderungen kennt und hat sie alle besiegt. Und in seinem Film, die ganze Biografie hat er ja selber geschrieben, die ganze Szene selber dreht, hat nie einen Stuntman gebraucht, der das alles selber macht. Aber die Gegner von Bruce Lee, die haben Stuntmänner gebraucht, stellerweise, nicht jeder, aber manche, ja. Und weil die einfach mit dem Tempo von Bruce Lee nicht mitgekommen sind, ja. Aber Bruce Lee hat die ganze Showkämpfe von sich aus gemacht. Und man sieht ja, wie blitzartig der war. Und wenn du von jemandem immer das Gesicht siehst, so jetzt in den alten Filmen, dann siehst du, okay, der macht seine Showkämpfe selber, der macht seine Stunts selber. Und wenn du damals mal von jemandem mal geschwind das Gesicht nicht gesehen hast, dann kannst du vielleicht überzeugen, vielleicht hat der dann einen Stuntman gehabt. Ja. Und Bruce Lee, wenn man seinen Film sieht, die Energie, die er reingebracht hat, seine Leistung, seine Kunst, es hat sich nur einer bewegen können, das war der Bruce Lee. Später hat es ja 1000 Bruce Lee Double gegeben und keiner war in dem Level wie der Bruce Lee. Ja. Und es behauptet, der war so fit. Ja. Da war nie die Rede, dass er mal einen Stuntman gebraucht hat. Ja. Und man sieht ja die Geschwindigkeit, die Genauigkeit, wie der da die Showkämpfe gemacht hat. Ja, das war immer der Original Bruce Lee. Ja. Bis auf Game of Death, weil da war der Bruce Lee tot und der Film war angedreht. Ja. Da hat es nur die Schlusskampfszene gegeben. Und dann gesagt, ja, was, jetzt hat der Film, Bruce Lee den Film angefangen zu drehen. Und und der Film ist angefangen. Aber wie machen wir das zu Ende? Bruce Lee ist tot, er kann nicht mehr weiter drehen. Und dann haben sie dann einen Double genommen, der den letzten Film von Bruce Lee dreht. Ja. Aber hätte Bruce Lee noch gelebt, hätte er den Film voll zu Ende gebracht. Ja. Wahrscheinlich besser. Ja. So, Bruce Lee war eigentlich immer so ein bescheidener Mensch, der hat sich auch gern mit Ellie so gut verstanden und es war eigentlich so ein Menschenfreund. Ja. Also er hat gewusst, wie gut er ist, aber war halt bescheiden. Ja, und das muss man respektieren. Ja. Ja, da gibt es auch, da hat der Christian Anders auch so eine Theorie ausgefunden über seinen Tod und so. Da soll durch die Tablette gekommen sein. Da muss man aber Christian Anders mal erklären, warum ist sein Sohn so mysteriös gestorben. Der ist doch auch gestorben, ganz jung. Der Sohn ist, glaube ich, so mit 29 gestorben, der Bruce ist mit 32 gestorben. Bruce Lee hat sich ja in Hongkong mit Leuten gekämpft, die später in der großen Gangsterorganisation Karriere gemacht haben. Und er hat
irgendjemand hat Bruce Lee mit dem Messer angegriffen und der Bruce Lee hat dem LEC ausgehauen und dem der Arm gebrochen. Ja? Und wegen so der Kämpfe hat ja der Bruce Lee nach Amerika müssen, ja? Dass er dann keine Probleme kriegt. Und wenn der gerade mit den C in der Gangsterorganisation so hoher Nummer gekommen ist und Bruce Lee kommt zurück und dreht dann die große Film, dann denke mir, dass er sich vielleicht gerecht hat an der Bruce Lee, ja? Und den vielleicht vergiftet hat. Ja? Mit Brent Lee, der hat ja seinen Vater rächen wollen, der bei die Krähe, nennt sie mit Platzpatronen auf den geschossen und einer hat eine echte Kugel drin gehabt. Das hört sich nicht auch nach einem normalen Unfall, sondern auch noch irgendwie nach Mord. Ja, tja. Also, ja, also, Christian Anders meint, Hebel wäre schlecht, es kommt immer auf die Situation drauf an und überhaupt. Ja, Hebel, ich finde Hebel ganz gut. Du kannst auch im Stehen Hebel machen. Ja. Kommt immer auf die Situation drauf an. Bodenkampf kommt immer auf die Situation drauf an. Natürlich sollst du mir das Fahren nicht auf den Bodenkampf einlassen. Kann sein, kommt ein Kumpel und der haut dir mal nicht drauf. Deswegen sehe ich bei einem Wing Chun und einem Jet Kune Do. Mach keinen Bodenkampf, wenn aber der Gegner sich zu Boden druckt dann, und du hast keine andere Wahl, dann musst du auf den Bodenkampf einlassen, ab dann so schnell wie möglich zu beenden. Ja? Und wenn ich irgendwo in der Pampa bin, wo ich weiß, der ist ein IBA, dann kannst du auch einen Bodenkampf machen. Ja? Aber natürlich ist die Gefahr im Fahrer immer da, dass jemand kommt und dir eins über die Rübe haut. Deswegen, sag mal, ein Beutestil, Wing Chun, Jet Kune Do. Mach keinen Bodenkampf, aber wenn du keine andere Wahl hast, dann musst du einen Bodenkampf machen, aber beende so schnell wie möglich. Ja? Dass du so schnell wie möglich auf die Beine stehst und auch dein Umfeld im Blickfeld hast. Ja? Und deswegen ist MMA ist halt eine reine Wettkampfform. Ja? Das muss ich auch mal Rocco sagen, der ist ja so Mainstream. Ja? Und das läuft Kamera noch? Okay. Das Mainstream Scheiße, damit kommst du halt nicht weiter. Irgendwas mit Jung top, da ist MMA top, da ist wieder irgendwas anderes top, Thai-Box oder sonst was. Und der Rocco tut sich halt seine Meinung noch Mainstream richten. Ja. Wenn Jung bleibt und ist der aktuellste Stil, weil sich der Zeitepoche immer anpasst, MMA ist halt eine reine Wettkampfform. Ja. Gut, natürlich gibt es MMA, die denen sich noch mit SV spezialisieren extra. Aber MMA an sich ist nur Wettkampfform. Einer gegen einen, mit Regler, mit Schutz und so weiter. Aber SV ist dann nur eine andere Nummer. Da gibt es keine Regler, da gibt es keinen Schutz. Ja? Da gibt es nicht einer gegen einen, da gibt es halt aber einer gegen fünf. Ja? Ja, und da kann auch sein, der Gegner hat eine Waffe, da musst du auch handlos gegen Waffe kämpfen. Und das hat halt Alice Wing Chun, das hat halt MMA nicht. Was Wing Chun und MMA hat, nur mit unterschiedlichen Stilen, ist halt Armtechniker, Ellenbogentechniker, Beintechniker, Knietechniker, Bodenkampf, ja. Und was auch Wing Chun mehr hat, ist Waffenkampf. Was Wing Chun mehr hat, handlos gegen Waffe. Was Wing Chun nur mehr hat, ein Einzelner gegen mehrere Leute, ja, das hat MMA nicht, aber Wing Chun hat es, ja. Und deswegen sage ich auch, der Rocco schwätzt einen Käse. Ja? Und deswegen, wenn ich jetzt zwei Wing Chun nehme, Rebbe One und den Rocco, ist der Rebbe One viel besser als Wing Chun. Ja? Erstmal von der Einstellung her, hebt er immer noch das Wing Chun hoch, ja? Der Rocco nicht, ja? Der geht nur noch Mensch drin. Ich habe Rebbe One schon mal in Wing Chun Bewegung gesehen, über WhatsApp, wo er mir persönlich geschickt hat, die waren viel besser als die vom Rocco. Ja? Und ich muss auch mal an der Geisteskraft vom Rocco zweifeln. Wenn ich ein Leben lang einen Stil lerne, oder lang einen Stil lerne und bin schafft zu langsam zum Meistertechniker, und dann auf einmal drehe ich mich um und sage, boah, das ist ja alles, das kann ja alles nicht funktionieren. Wie fällt ihm das nicht früher auf? Dann merkst du, dass das sein Fähnchen nach dem Wind richtet, nach dem Mainstream im Internet. Ja?
Und Leute, die wo richtig Erfolg haben, die sind ihrem Stil treu, die wissen, die stecken wieder brustlieren Energie in dem Stil rein, weil sie davon überzeugt sind. Ja. Und wenn du in, damals in Hongkong und auch später in den USA in die 60er der Bruce Lee gefragt hat, was er möchte, da hat er mehrere Stile gelernt. Da hat er als erstes immer gesagt, ich mache Wing Chun, ja, weil das eigentlich für den SV das Effektivste ist. Und sehr viel Wing Chun belebt auch das Jet Kune Do. Ja. Die ganze Wing Chun-Kenntnisse hat auf andere Stile übertragen, der Bruce Lee. Und das ist auch was Pionierhaftes. Und wenn ihr unterm Schluss einen Schlusstrich seht, was so wertvolle Ereignis mit meinem Vater war, wo der mir der erste Bruce Lee-Film gezeigt hat, der wo in Rom gespielt hat, die Faust des Drachens, ja, da, das hat mein Leben beflügelt, das hat mir Energie gegeben. Und wenn ich einen Bruce Lee-Film heute angucke, da sehe ich, spüre immer noch die Energie von ihm, ja, und seine Art, sein Gedanke, seine Philosophie, sein Stil, seine Filme, sein Lebenswerk, das prägt mich heute noch, ja, da habe ich immer noch eine Gänsehaut, ja. Und wenn ich jetzt mit Jump mache und mache zum Beispiel Bewegungen, ja, oder bin im Training, dann denke ich oft an der Bruce Lee oder spüre der Bruce Lee. Und wenn ich Probleme im Leben habe, ist der Bruce Lee ein Schutzengel auf meine Schulter und beschützt mich. Ja. Und der Mann war gigantisch, ja, was der da geschwind gerockt hat, ja. Und ich hoffe, dass gegen den Christian anders, gegen dem seine Meinung, nicht gegen den Christian anders, sondern gegen dem seine Meinung, auch mal andere Jet Kune Doler aufstehen. Ich bin ja kein Jet Kune Doler, ich bin ja ein Dschungler. Dass man ein Rainer Linz was sich, dass man ein Urratz was sich, dass man ein, ja gut, wenn der Rogicek die frei ist, dass er mal was sieht, dass die mal der Bruce Lee verteidigt. Ja? Auf jeden Fall, wo ich den ersten Film gesehen habe, da hat der Bruce Lee in meinem Leben so viel Motivation gegeben, dass wenn du lang an einer Sache bist, dass du Erfolg hast, ja, wenn du viel Energie reinsteckst ins Training, in der Arbeit, dass du richtig dabei bist, ja, dass da auch Erfolge rauskommen, ja. Und die ganze Energie, wo der Bruce Lee auf der Leinwand, die Leinwandpräsenz, ja, das gibt einem so viel Lebenskraft mit, dass man auch seine Probleme überwinden kann. Ja. Und das hat auch der Bruce Lee viele Sachen aus seinem echten Leben spiegelt in seinen Filmen wieder. Der ganze Charakter, sein ganzer Geist, sein ganzes Feedback, ja, wo der in den Film hat, die geben einem innerlich so viel Kraft. Ja. Und auch, wo gerade die Rückenverletzung hatte und der Arzt hat gesagt, sie wollen nicht mehr laufen können. Und er hat trotzdem gekämpft, weil er nicht aufgegeben hat. Das sind auch Sachen, wo jeder von sich im Leben mitnehmen kann. Dem seine Lebensgeschichte oder seine Filme oder was auch immer. Seine Bücher, ja. Das sind doch nicht einfach Geldmacherei, wie es ein Christian Anders sagt. Das ist ein Lebensgefühl, das ist ein Life-Feeling, ja. Und, also von mir, Brüder draußen wieder besoffen haben. Für mich war der Bruce Lee eigentlich immer als Kung-Fu-Kämpfer immer was Besonderes. Ja. Für mich war der Bruce Lee als Mensch immer was Besonderes und ich was Besonderes. Und er ist immer noch als Kung-Fu-Kämpfer für mich was Besonderes. Und sein Gedankengut, der er die Welt bereichert hat, ist für mich ein großer Philosoph, der Bruce Lee. Ja. Ich wünsche euch was. Zeit sehen. Ja. Bruce Lee, du bleibst der Beste.